Na? Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Okay, dann geh mal schön kacken. Aber besudel deine Robe nicht. So, da haben wir jetzt den leckeren Braten. Und den hauen wir doch mal da rein. Köstlicher Entenbraten. Ich esse gerne Ente, süß-sauer vor allem. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Scheiße, und die Oberin kriegt ihr Essen erst, wenn da wieder ein leerer Teller drin ist. Ach komm, Lumpi, hier, ein bisschen Zigarettengeschmack dazu. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Ja, dann wäre er wenigstens tot. Aber ich kann den Braten wieder mitnehmen. Ach komm, die Pflanze, bestimmt, garantiert. Die frisst, glaube ich, alles, so wie die aussieht. Ich wusste es. So, und jetzt haben wir einen leeren Teller. Yay, Doris, gib mir Saft. Und da haben wir das Essen der Oberen. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Katzenfutter mit Taubengeschmack. Ja, das ist das Essen der Oberen. Das stellen wir natürlich erstmal auf den Tisch. Nee, ich glaube, das frisst denn der. Da wurde doch ein bisschen was durcheinander gebracht. War schon besser, ne? Ja. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Da ist die Taube. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Wie kommen wir da denn wohl ran? Luftballon? Lilly sah eine gewisse Chance, den Ballon zur Taube aufsteigen zu lassen. Sie bezweifelte allerdings, dass die Taube sich davon beeindrucken ließ. Ah, endlich kommen die Knallfrösche im Einsatz! Alternativ hätte ich sie auch gerne mit Tollkirschen vergiftet. Nein. Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Der Plan war genial. Was? Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Wundert sie sich gar nicht, wo ihr Essen bleibt? Na gut, die hat wahrscheinlich keinen Hunger. Hat wahrscheinlich Kekse in der Schublade versteckt. So wie sie aussieht. Ja, ja. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. Oh, was ist denn mit der Oberin? War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Ein Zeichen Gottes. Tu es nicht, Dr. Marcel ist böse. Liebe Oberin, lass stecken. Lass die Kinder sich frei entfalten und entwickeln. Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? O Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! So ein Pech aber auch. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Ups. Mach's gut, Lillyfried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Oh, Garrett. Psst, Lilly, schnell,
Hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Trau ihm nicht! Trau ihm nicht! Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell! Ist Garrett Geheimagent? Nee, ich komme hier erstmal nicht nach. Jetzt will ich mich natürlich erstmal umschauen. Das sieht sehr interessant aus hier. Monitor. Lilly ließ sich nicht von Garretts Hektik anstecken. Sie wollte sich erst einmal alles in Ruhe angucken. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesen technischen Firlefanz. Wir sollten uns vielleicht doch beeilen. Nicht trödeln. Na los. Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen soll. Vielleicht ist er ja doch die ganze Zeit auf unserer Seite gewesen und hat die Oberin ausspioniert und war eigentlich für unsere Sache da. Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Ach, der hat einen Rollstuhl, der kommt eh nicht runter. In ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Ach, Herr Jemie, wo geht's jetzt hin, Garrett? Wirst du mich auch gut behandeln? Er ist weg. Wo ist er hin? In den Hintergarten? Scheinbar nicht. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Na, immerhin etwas. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen. Oh nein, zu spät. Da ist sie. Ha, du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Edna ist schuld. Nee, wollen wir mal nicht machen, wir sind ja nicht so scheiße. Nazi-Vampire im Hintergarten, oh mein Gott. Wer denn für die Oberin? Dr. Marcel ist böse, Garrett hat es mir befohlen. Was soll ich denn jetzt machen? Hat das jetzt nachgreifende Konsequenzen? Dann entscheide ich mich für die Nazi-Vampire. Das dauert mir zu lange. Lass mich doch mal aussprechen. Was geht denn jetzt ab? War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Alter, Captain Spock oder was? Sind wir jetzt beim Science-Fiction-Film? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Hallo Harvey, na? Endlich bist du auch mal da. Ich bin ein bisschen überrascht. Woogie, Woogie. In der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Aha, Ugi.
Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick! Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberheim. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Wenn der wüsste. Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Oh mein Gott. Dabei war sie es gar nicht. Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Oh mein Gott, wir sind ein willenloser und hirnloser Zombie geworden. Nein! 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 Es ist mir egal, diese Elektroschocks können mir nichts anhaben. Ja, von mir aus. Jetzt haben wir auch noch Verbote und Inventar. Ach, müssen wir jetzt losmarschieren und denen einen Tee holen, oder was? Ah, scheiße. Psst, Lilly. Ja? In einigen der Tassen waren Bissspuren. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. Bissspuren, die Musik hat sich verändert. Es ist langsam die Abenddämmerung angebrochen. Wir haben jetzt gewisse Verbote. Wir wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Wir kriegen Elektroschocks, wenn wir uns den Willen dieser beiden Personen aus der... was auch immer, wenn wir es nicht machen, was wir wollen halt. Ja, ich würde aber sagen, an dieser spannenden Stelle werde ich jetzt einfach mal aufhören mit der Aufnahme. Und in der nächsten Aufnahmesession geht es dann munter weiter. Ja, ich weiß, ich bin fies, aber was soll man machen? Bis dahin, alles Gute, euer Akkus. Tschüss.